Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Hoffentlich heute das letzte Mal. Und jetzt passiert etwas. Oh Gott, ist das wenig. Okay, Link möchte das gar nicht erst versuchen. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich! Nein! Oh, wieso Autofokus? Komm her! Danke, Autofokus, dass du mich umdrehst. Nein, ich möchte nicht gucken, wo alles was geschieht. Ich möchte sehen, was hinter mir ist. Wie zum Beispiel Fußboden. Oh! So, Nummer 1. Und Nummer 2 sieht vor, dass wir dieses... Wie weit geht dieser Wind eigentlich? Aber okay, vielen Dank. Ich verstehe schon. Ja, geh mir nicht auf die Nerven, mein Freund. Weg. Ach so. Ja, okay, so geht das ja immerhin. Hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich, Schätzle. So, du kommst gleich mal her. Ah ja, wir können dich also auch nur aktivieren, wenn das Ding hier ist. Deswegen, ich verstehe. Deswegen hätten wir nicht den Umweg hier nehmen können. Bei dem einen oder anderen wird es vielleicht aufgefallen sein. Man könnte auch alternativ einfach hier da wieder zurück und dann hierher und alles. Das geht aber nicht, ja? Ja, klar. Gut, dann speichern wir ein letztes Mal und dann stellen wir uns dem Boss. Dem Hugo Boss oder wie der auch immer heißt, ja? Was ist das eigentlich hinter der Statue? Speichervorgang erfolgreich. Okay, da kommen wir scheinbar irgendwie wieder zurück oder so. Keine Ahnung. Aber das wollen wir jetzt nicht riskieren. Daher... Sieh nur, Gebieter. Dieses große Tor ist versperrt. Es scheint in einen sehr wichtigen Raum zu führen. Aha. Ja, ich weiß. Guck mal, da habe ich was. Warte. Hä? Och nee. Ah, so, 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 so. Hallo? Hä? Okay, das ist es auch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hä? Ist es nicht so? Okay, wie ist es denn dann? Ah! Hallo? Oh. Jetzt. Sehr schön. Damit haben wir den Boss-Key erreicht. Und Fei weist uns darauf hin, dass wir mit diesem Key wohl scheinbar wichtige Räume betreten dürfen. Glücklicherweise tut sie das gleich beim ersten Mal, nicht erst beim dritten Mal, weil sonst wüssten wir ja bei den ersten Malen gar nicht, was wir tun sollen. Jetzt jedoch betreten wir die Vergangenheit. Jetzt bin ich gespannt. Was kommt jetzt? Ich vermute, dass so ein Skorpion als Gegner kommt. Wetten? So ein ausgewachsenes Höllenbiest-Ding. Wetten? Wetten? Ja, die ist zu. Oh Gott. Sand. Man hört's doch schon. Ein Skorpion. Ja, nee, ist klar. Dunkler Äonenskorpion. Moldo. Gott.
Okay. Eins haben wir kaputt gemacht. Oh, oh. Autsch. Ah, verdammt, lass mich auf. Oh, oh, weg hier. Ah, hau doch ab, du Idiot. Bisher will der irgendwie noch nichts von uns wissen. Aber bisher ist das noch ein ganz normaler Kampf. Oh oh. Da ist er. Okay. Er ist rechts, man hört es an. Oh, na super. Da ist er. Hä? Komm raus, du kleiner Pisser. Guck den an! Was war das für ein lächerlicher Endgegner? Das war gar nichts. Also ich vermute mal, dass das... Nein, ich habe die Beschreibung von Pfeil nicht angehört. Ah, das tut mir jetzt leid. Scheiße. Der war so einfach, dass ich einfach nicht dazugekommen bin, Pfeil mal zu fragen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Gegner gewesen, aber bisher der leichteste. Sogar dieses lächerliche Viech von Lavakugel war leichter als ich. Als der. Ne, war schwerer als der. Jetzt jedenfalls geht hier alles... Oh, da ist ja eine heilige Tür und so, wo wir rein können. Und dahinter ist hoffentlich endlich Zelda, hey Leute. Ich will nicht schon wieder so viel nach Zelda suchen müssen. Yeah, wir haben einen Herzcontainer erhalten. Unsere Lebensenergie wurde wieder etwas aufgefüllt. Und wir haben einen Herzcontainer mehr. Scheiße, jetzt habe ich ja gar nicht gefragt, wie das denn aussieht und wer das denn ist, ne? Ups. Ja, wunderbar. Da können wir jetzt auch wieder hochklettern, die Leiter. Da kommen wir dann wieder raus, oder wie? Ja, ja. Wow, mich würde mal interessieren, ob wirklich mal jemand bis da runter gegraben hat. Jedenfalls tut mir das sehr leid, dass ich vergessen habe, Fei zu fragen, wer das denn ist. Aber sorry, Fei, du wurdest einfach nicht benötigt. Okay. Bleibst du mal bitte drin? Oh, Mr. Link kann leider nicht in dieses Ding einsteigen. Dafür braucht er erst einmal die Vergangenheit. Aber auf jeden Fall ziemlich krass. Sieht sehr nice aus hier, ja? Jetzt aktivieren wir jedenfalls mal das da. Und haben einen Haufen Roboter. Boah, Alter, sieht das geil aus. Krass. All ihr Roboter. Erweist uns die Ehre, indem ihr vor uns salutiert. Boah, Alter, sieht das geil aus hier. Das gefällt mir ja mal richtig, ja? Wow. Jetzt darf man aber gespannt sein. Haben wir irgendwas eigentlich vergessen? Ich bin gewillt nochmal... Nee, das testen wir jetzt nochmal. Nicht, dass da hinten irgend so ein... Wisst ihr, so eine Kiste ist oder so. Das testen wir hier lieber nochmal gleich. Da habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil frisst wieder eine halbe Minute. Aber, nee, Leute. Das will ich nicht riskieren, dass wir hier irgendwas vergessen. Was ist eigentlich auf der Karte? Oh, die sagt gar nichts. Oh, wow. Frage ist auch, ist jetzt das komplette Gebiet wieder in der Vergangenheit? Also hier ist definitiv nichts. Okay. Dann tut es mir leid, dass ich tatsächlich wertvolle Zeit verschwendet habe. Schauen wir uns halt die salutierenden Roboter nochmal an. Wow. Aber ich muss echt sagen, das sieht geil aus. Sieht ultra geil aus. Und zur Feier des Tages
Ein Lichtstrahl, Stoß, Ding. Schauen wir also mal, was findet sich dahinter? Bestimmt wieder Impa, die mit uns schimpft oder wie der auch immer heißt. Man darf gespannt sein. Zelda, schnell ins Portal! Oder Zelda, schnell ins Portal! Stroi! Nimm dies, du wirst es benötigen! Alter, die Musik passt überhaupt nicht in diese epische Szene. Wir haben die Lörder der Göttin erhalten. Beeilt euch! Nein! Renn, Zelda, renn! Strohi, beeil dich! Mach, dass du wegkommst! Ich bringe sie in Sicherheit. Pass auf dich auf. So, das war wahrscheinlich der größte Fehler in unserem Leben. Strohi, du musst die Hüterin des Siegelhains besuchen. Sie wird dir den Weg weisen. Bis bald. Ganz bestimmt, wir sehen uns wieder. Ich liebe dich. Ah, das war eine Bombe. Oh oh, ich glaube, Gerahim dürfte jetzt ziemlich sauer sein. Ach, Strohi. Ich war wohl ganz schön gnädig zu dir. Für diese Unverschämtheit hast du dir eigentlich eine Strafe verdient. Doch meine Zeit ist mir zu schade, um sie mit dir zu teilen. Aber merke dir. Nächstes Mal mache ich dir das Leben zur Hölle. Na, solange du mich nicht kalt machst, ist das alles in Ordnung. Aber wir haben Zelda wieder einmal verpasst. Und ich habe da in der Cutscene schon etwas gesehen. Ja, ich möchte bitte speichern. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura nicht mehr. Als dieses Portal zerstört wurde, habe ich Zeldas Aura plötzlich verloren. Du kannst sie nicht mehr mit der Aurasuche aufspüren. Zeldas Begleiterin sagte, du solltest die Hüterin des Siegelhains treffen. Ich schlage vor, dass du dich zum Tempel des Siegels begibst. Tja, liebe Leute, dieses Portal ist kaputt. Hüterin des Sieg... Das war eine Frau? Das war nicht ernsthaft eine Frau. Das war keine Frau. Das könnt ihr eurer Oma erzählen, dass das eine Frau war. Das war keine Frau. Das war nie im Leben war das keine Frau. Es geht doch hier um diesen alten Hügel, Hüter, oder? Diesen Typen, der uns damals im Erdland als erstes empfangen hat, oder? Und seht ihr das? Diese Figuren. Die gibt es im Wolkenhort auch. Exakt einmal. Aber da fehlt ein Rubin. Hier ist da aber gar nichts mehr da. Ich frage mich... Aha. Frage mich, was das zu bedeuten hat. Haha! Beide erwischt. Interessanterweise haben wir aber jetzt Zeldas Lyra erhalten. Und noch viel interessanter ist, denke ich mal, diese Lyra zu erhalten... Das weiß ich schon, ich wusste, dass wir die kriegen, denn diese Lyra ist häufig Bestandteil von Speedruns.
In Speedruns geht es nämlich meistens darum, dass man diese Lyra erhält. Haha, wieder doppelt. Genau, es geht darum, diese Lyra zu erhalten. Und, glaubt es oder nicht, aber die Speedrunner schaffen das in knapp 2 Stunden. Jetzt überschlagen wir mal, wir sind hier in Part 40, die Parts gehen teilweise eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Sagen wir mal halbe Stunde immer, dann haben wir hier jetzt 20 Stunden bis hierhin gebraucht. Speedrunner brauchen bis dahin genau 2 Stunden, also wir brauchen 10-mal so lange. Das ist ziemlich krass, ja. So, jetzt wollte ich noch was gucken da oben. Dich wollte ich, genau. Was sind das da oben für Dinger? Was ist eigentlich... Oh, das ist gar nichts. Das ist nur eine Turmspitze. Okay. Scheinbar außerhalb verliert der Käfer relativ schnell Energie. Wir gehen jetzt jedenfalls mal wieder zurück und schauen mal kurz gleich, was Marugo dazu sagt. Maguro? Dazu zu sagen hat. Wir speichern hier auf jeden Fall erstmal, dass wir das alles erlebt haben. Alter Vater. Wahrscheinlich ist da irgendein Käfer, oder? Auf der anderen Seite. Ja, Insektenauto auf der anderen Seite. Okay. Das will mich jetzt doch mal reizen, diese Insektenauto zu kriegen. Was ist denn das für ein Ding? Aber hier ist nichts, ne? Nope. Wohin kommen wir, wenn wir da hinten hingehen? Ah, warte, da kommen wir ja her. Natürlich. Natürlich. Da ging die Cutscene los, wisst ihr noch? Da hinten waren wir auch, da ist keiner dieser Steine, gell? Alter Vater, dann haben wir jetzt nur noch... Oh Gott. Die Lyra können wir auch spielen. Oh Gott, das wird noch richtig lustig, dieses Ding zu spielen. Aber wie gesagt, dieser Hafen dann heißt er im Original. Hallo Maguro. Du warst da drin? Ja, wie es für einen aus dem Himmel üblich ist. Oh, oh nein, das glaube ich nicht. Was sagst du? Es gibt einen weiteren Geheimgang? Ja, das hättest du mir mal früher sagen sollen. Habe ich nicht gemacht, weil ich das selber nicht gewusst habe. Ah, ja, das glaube ich nicht. Du willst nur nicht, dass ich mit dir mitmache. Doch, du bist wichtig. Ja, ja, sag doch, was du willst. Ich hatte schon aufgegeben und war nach Hause aufgebrochen, aber dann hätte ich den Lärm und bin zurückgekehrt. Ja, und ohne deine Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Hey, was, wirklich? Das glaube ich ja gar nicht. Doch, du hast den Girahim voll abgelenkt und dadurch hat er ja eine Sekunde länger gebraucht und ich konnte Zelda retten. Oh, das glaube ich ja gar nicht. Dann bin ich ja super. Wow, aber wer ist Zelda? Ja, Zelda ist die holde Maid, die dieses Land erlösen wird und das Böse vernichten wird. Wow, das glaube ich ja gar nicht, da bin ich ein Held! Wow! Ja. Jetzt kann ich das Innere erforschen und danach will ich zum Siegel ein. Ich habe zu tun, verpiss dich, Kleiner, ich bin ein Held! Oh nein, das leben die ja auch wieder. Sehr ärgerlich. Wie kommen wir denn jetzt am schnellsten... verdammt, das wollte ich nicht. Wir müssen jetzt zum Siegelhain, ne? Der Siegelhain ist doch gar nicht hier, ja? Der Siegelhain war doch von der Karte her, war der doch, Hast du nicht gesehen? Im Wald von Firone, gell?